Es geht zum Whisky-Tasting, da freue ich mich drauf. So, es gibt gleich feinstes Whisky-Tasting. Ich bin gespannt auf die Sorten. 6 an der Zahl. Gute Zahl, so, mal kicken. Freut mich. Wurde zusammengestellt vom Flickenschild. Ja, das sieht echt lecker aus. Das ist geil. Das sieht voll aus. So, wir testen Nummer 1. Bin gespannt. Also der erste war schon mal ein Highlight. Sehr lecker. Es folgen noch 5. Kann ja nur besser werden. Nee, besser werden kannst du ja so. Der war schon geil, ne? Der war schon geil. Anders. Oh Mann, unüblich, der war echt lecker. Der war sanft, der war mild. Süß. Und 16 Jahre alt. So, hier folgt der zweite. Aus der Tasting-Reihe. Mordlach. Oh Mann, bin ich gespannt. Der sieht echt gut aus. So, möge die zweite Runde beginnen. Der ist 15 Jahre alt. 15 Jahre. Der kostet die Flasche hier 94,88. Aber das hat ja der Pass hat ja nicht immer unbedingt was zu sagen. Nö. Mild angefangen. Herkunftsland Schottland. Oh, lecker. Fast typisch steht alles Mögliche. Richtig. Die Flasche. So, der Taste Example Nummer 3 ist an der Reihe. Waterford. Ein 50%iger. Ja, ich schenke ein. Oh, wird unscharf, oder? Ja. Obwohl so ein 50%iger ist, ne? Milder als der davor. Ja. Und gar nicht so herb, ne? Das ist richtig. Lecker. Ja, danke, Elke. Sogar mit Schokolade. Chili. Und Chili, was war das doch? Mango, ne? Hm? Nice. Eine Stunde und ist immer noch fast da. Da habe ich gesagt, das kann, darf sie pusten. Ich sabbel da zwar gerade oder irgendwie mach so einen Schmollmund, aber das war dann das immer okay. Das Bild ist gut, ja. Hm? So, ich filme dich beim Öffnen. Hm? Das ist Plastik. Ja. Ja, man will ja auch vermeiden, guck, dass man hier so. Ja, die Reste. So riesen, Kleinkram. Riesenfitze. So, ja. Die Reste. Man wird es auch wiederfinden. Hm? Hier in einem Ruck. Okay. Ja. Okay, ich schenke ein und du gehst rauchen. So, 57% diesmal. Auf, ne? So sehen, was ich mache. So. Noch ein paar leckere.
Nordseekreppen. Mango und Chili. Bruder. Alter Nase, ne? 47 Meter. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass man Recherche muss ich auch noch machen. Ja. Also, es schmeckt auch. Also, cremiger, geschmeidiger. Der zweite, der war bisher so rachenmäßig am härtesten, fand ich so. Ja, finde ich auch. Ja, aber er hat mir gerade eine Träne ins Auge gebracht. Oh, er ist reingepustet. Nee, es hat gebrannt. Sehr lecker. 50%. Das merke ich. So schnell die Stunde wurde mit 113 Euro zu Buche. Sick Archangel. Okay. 58,7. Sherifas. Oh. Warte. Also, du kannst auch immer erstmal riechen und sonst. Ja, ich guck erstmal die Farbe. Ne? Ja, jetzt ist Nummer 5. Was für ein schwieriges Bild hast du gemacht, ne? Nee, ne? Mit Genussschnauze. Ja, das, was die Situation denn. Gut, das ist egal. Also, wie gesagt, die Prozentzahl, die merke ich gar nicht so raus. Der ist wirklich. Wow. Oh, das bin ich. So, das ist das letzte Fläschchen. Aufsetzen. Ja. Sechste Tasting. Zusammengestellt vom Flickenschild. Ja, gesponsert von Elke. Ja, als Geburtstagspräsent für dass es jetzt hier dunkler wird. Ja. Der Abend kommt. Oh ja. Sehr viel Tabak, sehr viel Rauch. Das ist kräftig, kräftig. Lecker. Und trocken. Lecker. Oh, wer kennt den Song nicht? Schönes. Aber zum Ende war was ganz anderes, ich sag. Das ist aber wirklich Männer-Whisky, also muss ich sagen. Ja, nur Männer-Whisky, ne? Ja. Ja, echt. Ja. Ich finde nur noch die fette Zigarre dazu. Ich wollte gerade sagen, das ist eher Zigarre als Zigarette. Ja. So von mir. Ja. Ja, Helge. Danke für das wunderbare Tasting. Ja, Schwester und ich hatten eine Menge Spaß auch, ne? Das war lecker und ja, der Alkohol wirkt. Stellen. Ja, alles vernichtet, ja. Ah, ja. Der Teller leer. Was, du hast noch was? Mhm. Oh, weg ist der Fisch. Jam, jam, jam. Ja, war schön, ich danke dir für den Tag. Oder besser gesagt für den Abend, ne? Und ja. So, das Tasting ist nun zu Ende. Vielleicht werde ich mir ein Taxi rufen.
waren 6 Spitzensorten, die ich heute mal mit meiner Schwester testen durfte. Danke, Elke, das war cool. Hast du wirklich was Tolles von Flinkenschild zusammenstellen lassen? Danke sehr.